Moin Moin, liebe Clou-Freunde. Bei Hamski passiert wieder einiges. Ich habe letzte Woche mit Armin zusammen die Gasleitung verlegt. Da zeige ich auch gleich nochmal was von. Und jetzt momentan ist mein Lacker hier. Der hat schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und ja, da musste ich dann nochmal hier so ein kleines Loch auf der Rückseite der Maske schweißen. Genauso wie die eine Tür, wo ich dachte, naja, so schlimm ist es ja nicht, wie es denn ja immer so ist. Ne? Also die war natürlich schlimm. Und somit musste ich sie dann von unten doch nochmal einen kompletten Streifen neu ersetzen. Das hat nicht gelohnt, das war hier geflickt, da geflickt. Und jetzt bin ich gerade am Umbördeln der Ecken. Mein Kollege, der hat schon mal ein bisschen die Kotflügel gemacht. Ja, auch da habe ich gedacht, ach, die sehen doch noch ganz gut aus. Ja, nein, sahen sie denn doch nicht. War nicht so in seinem Interesse oder wie man so schön sagt. Ne? Ja, nachher, wenn ich dann umgebördelt habe, dann werde ich euch nochmal von unten die Gasleitung zeigen. Und nicht, dass man denkt, dass man mit dem Schweißen fertig ist. Da wir uns dazu entschieden haben, die Fahrerkabine komplett zu lackieren. Deswegen ist auch Haube und alles schon vorbereitet. All meine anderen Türen, die ich hatte, waren auch nicht mehr so dolle. Was ich sagen wollte, dadurch, dass wir uns entschieden haben, das vorne zu machen, haben wir ja hier auch mal ein bisschen den ganzen Steinschlagschutz oder U-Schutz oder was auch immer für eine Scholle, die da drauf gehauen haben. Das war alles dicht gespachtelt, die ganzen Stellen. Ja, jetzt werde ich hier einen neuen Radlauf einsetzen. Das wird rausgeschnitten morgen, vielleicht auch heute noch. Und dann wird da ein neuer Radlauf eingesetzt und auch von der Innenseite nochmal dann auch nochmal ein bisschen Blech mit rein. Ja, so ist das. Ne? Hier vorne hat er auch noch eine kleine Ecke, ein kleines Löchlein. Das müssen wir auch noch machen. Ja, entweder ganz oder gar nicht. Ne? So, hier die Gasleitung. Nee. Aua. Kopf gestoßen an der Treppe. Aua. Dieses Stück haben wir in zwei Teilen gemacht. Das ist vom Tank kommend. Und das andere, was dann von der alten Heizung kommt, da haben wir da einen Verbinder. Und dann sind wir in 1 durchgegangen bis hinten hin und dann da wieder raus im Küchenblock kommen wir dann an. Da wird dann alles miteinander verbunden am Gasverteiler. Da habe ich dann auch mal einen neuen gekauft, weil der 4er, der da drin ist, der war dann doch ein bisschen zu groß, da hätte ich die Schrankwand auftrennen müssen, die Rückwand, und das wollte ich dann auch nicht. Hier das neue Gasventil, den Dreierblock. Ja, der Dreierblock, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, also ich wusste es nicht. Ich kenne sie A mit roten, die sind jetzt mit grauen Knöpfen und 8er Ausgänge und 10er Eingänge. Ich habe das ja bei meinem Gasfredi gekauft, bei dem ich eigentlich immer alles kaufe, da ich ja, sage ich, unterstütze dann lieber unsere hiesigen Ansässigen, anstatt das alles im Internet zu kaufen. Ja, hätte ich können, hätte ich auch noch mit roten Knöpfen gekriegt und auch wesentlich günstiger und ich hätte keine Adapter verwenden müssen. Ja gut, so sei es, aber ich unterstütze gerne. Hab mir da noch mal eine Außendose zum Duschen auch noch mal mitgenommen. Das ist preislich gleich, da tut sich nichts. Und noch mal ein neuen Wasserfilter fürs Frischwasser. Na, beinahe vergessen, noch mal zum Gas. Hier ist ja die schöne Klappe.
Da habe ich dann ja den Außenanschluss, wenn ich meine Gasheizung im Vorzelt dann anhabe, also wie auch immer, oder mal den Gasgrill, doch noch mal einen Gasgrill kaufe und den mal mitnehmen, und hier haben wir dann die Außenbefüllungsdose, anstatt das über die Klappe zu machen, war eine gute Lösung. Das hat Armin sehr gut entschieden. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Immer schön fleißig am Arbeiten, am Basteln. Und ja, ich weiß nie. Nö, sonst halt nichts. Und ich würde sagen, dann sehen wir und hören uns. Beziehungsweise in diesem Moment werden wir uns noch weiterhin erstmal hören. Und ich wünsche allen noch schöne Zeit, schöne Woche. Arbeitet nicht so viel und bleibt vor allen Dingen gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.